Willkommen zu einer neuen Runde Pony Bridge 3. Das letzte Video ist ein bisschen kürzer geworden, als ich gedacht habe. Schaut trotzdem gerne mal vorbei. Das wird sich mit diesem Video auch nicht gerade ins Positive verändern, weil die Brücken werden ja immer schwerer. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken mal, was wir diese Folge erreichen können. Ne? Tiefflieger. Baue eine Brücke, die nicht mit dem Flugzeug kollidiert. Tipp, nutze das Linienwerkzeug, um eine ebene Straße zu bauen. Genau, ich wollte jetzt erstmal eine obene Straße und habe mich dann gewundert, was das bedeuten soll. Okay, da haben wir hier unten dieses Ding haben, wo wir was draufbauen können. Würde ich mal tippen, dass wir unten rumgehen, weil oben rum ist ja Quatsch, weil da müssen wir hier so einen Pfosten durch das Flugzeug durchbauen. Das ist eher eine schlechte Idee. Ich würde sagen, wir machen das irgendwie so. Passt das? Das ist jetzt nicht symmetrisch auf jeden Fall. Naja. Und ich bin auf jeden Fall tief gegangen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja wieder zu tief. Ich kann gar nicht reden. Okay. Das ist gut. Ich war gerade überlegen, ob das Flugzeug zeitgleich mit den Autos fährt. Was zum Geier? Ich war mir sicher, dass es klappt, nachdem der drüber war. Nochmal. Ich muss mir nochmal angucken. Warum hat der so verkackt da hinten? Weil er schneller fährt? Der ist so schnell. Okay, alles klar. Jetzt vielleicht. Was ist da drüben jetzt ein bisschen gestärkt ist noch? Also ich habe überlegt, ob das Flugzeug das mit ihm kollidieren könnte, weil er relativ hoch ist, aber er fährt vor dem Flugzeug. Der macht ja den übelsten Stunt da drüben, weil der fährt ja mit voll Karacho da rum. Okay, das war ein bisschen unerwartet. Ja, war natürlich jetzt nicht meine beste Leistung. Boah, also tatsächlich, die meisten Leute haben nur 12.000 gekauft. Haben die das denn gemacht? Guckt man das hier? Au, oh, was haben die denn gemacht? Das ist ja ganz interessant. Das Schiff voraus. Baue mit begrenzter Stahlmenge eine Brücke, die nicht mit dem Boot kollidiert. Okay, jetzt müssen wir ganz viel bauen, was nicht kollidiert irgendwie. Und nur 8-mal Stahl, okay. Tut, tut. Okay, das haben wir jetzt, tun wir aber gerade nochmal, vielleicht können wir noch ein bisschen was wegnehmen und dadurch besser werden. Wie gut sind wir aktuell? Ja, nämlich richtig scheiße, genau. Erneut versuchen wir machen, nämlich das hier das. Ah, 40%, das ist jetzt immer alles schon besser. Aber kann ich noch was wegnehmen? Ja, okay, das geht nicht. Mal schauen. Okay, das müsste weniger gekostet haben. Weil die Streben weniger sind. Gut, ich würde aber sagen, dabei belassen wir es. Ja, also bin ein bisschen besser geworden, aber natürlich hier noch nicht zu den Top-Leuten. Aber gut, nächstes Level. Fels in der Brandung. Die Autos müssen ihre Checkpoints einsammeln, bevor sie die Flagge einsammeln. Okay, es gibt nur ein Auto. Zum Glück. Aber trotzdem ist das blöd. Geht das so? Ich weiß es nicht. Okay, haben wir nur zwei. Den machen wir anders. So. Und dann mit Holz den Rest. Okay, das ist gar nicht gut. Ja, alles klar. Okay. Dann machen wir größere Dreiecke und wir machen die auch nicht so komisch. Oh, 92%, das war aber eine ganz knappe Kiste. Das war aber eine ganz knappe Kiste. Und so schlecht bin ich tatsächlich gar nicht. Goldmedaille, sammeln beide Checkpoints ein. Jetzt haben wir noch zwei Checkpoints. Die müssen den nur beide einsammeln. Ja, also das ist jetzt krass zu teuer, das ist vollkommen klar. Aber funktioniert immer ohne Probleme. Also das Level haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Auch wenn es gerade so teuer ist. Also müssen wir nochmal modifizieren. Oh, das sieht ganz instabil aus. Ja, alles klar. Das dann rausnehmen. Nee, sieht aber wieder sehr instabil aus. Ja, alles klar. Also
schon sehr instabil, aber hält noch. Sollen wir es so nehmen? Gefällt mir eigentlich noch nicht. Ja, alles klar. Okay, das ist aber teurer als vorher, das ist ja auch scheiße. Ja, also ich würde sagen, wir nehmen es so, auch wenn ich das eher verschlechtert habe. Okay, jetzt sind wir das erste Level sozusagen durch, da habe ich eben schon das Achievement für bekommen. Und machen jetzt direkt mal weiter. Seile und Kabel können beliebig lang sein, aber sie können keine Trugkräfte instand halten. Seile und Kabel, okay. Aber könnt ihr oben das aufhängen, okay. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit den Standard-Dreiecken eben. Ist die Frage, Seile oder Kabel? Das eine ist länger als das andere, habe ich festgestellt gerade. So, hält, also reicht aber. Schauen wir noch mal, oder? Ja, easy, würde ich sagen. Wir schauen aber noch mal, ob wir da noch was machen können. Ich habe jetzt kleinere Dreiecke gemacht, weil ich dabei nicht gedacht habe, dass die Kabel dann länger werden müssen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das uns was gebracht hat. Doch, ich glaube minimal. Was denn, wenn ich ein Kabel da, oder einen Seil davon wegnehme? Wir dann beiden Seiten ein. Jo, hält auch. Das macht natürlich immer wahnsinnig günstiger. Oha! Jetzt bin ich die oberen 23%. Das haben die Leute nicht hingekriegt, die meisten wohl. Ja, perfekt. Eine Schrägseilbrücke ist eine Brücke mit vertikalen Türmen und geradlinigen angewinkelten Kabeln, die die Brückenfahrbahn tragen. So, jetzt schauen wir gerade mal. Hier ist ja schon was gebaut. Oha! Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich aber genau das auf der anderen Seite auch bauen, ne? Denke ich, ist eine gute Idee. Ja, wir haben auch nur noch eins verfügbar. Machen dann ein Seil. Oha, das können wir sogar. Oha, bis. Oha. Können sie sogar verbinden. Nein, machen wir aber nicht. Machen das so. Machen das so. Wahrscheinlich hält das nicht. Ja, war klar. Deswegen machen wir nochmal so kleine Dreiecke hier überall hin. So, und dann sollte das ohne Probleme klappen hier. Perfekt. Schauen wir gerade mal. Ja. Passt doch halbwegs, ne? Dann würde ich aber sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge Poly Bridge. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, wenn ihr noch einen weiteren Part davon sehen möchtet, wie ich hier nach und nach immer mehr verzweifle an den immer schwerer werdenden Brücken, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.